wird mal richtig gekocht im Thermomix. Und zwar machen wir heute ein leckeres Paprika-Hähnchen-Geschnetzeltes. Alles direkt im Thermomix bzw. im Varoma, im Einlegeboden. Also heute wird es wieder richtig, richtig spannend und lecker und geht wieder ruckzuck. Als allererstes habe ich mir zwei Hähnchenbrustfilet gekauft, habe sie mir gewaschen, trocken getupft und dann habe ich sie mir in Streifen geschnitten und dann nochmal durch, einfach in mundgerechte Stücke. Da könnt ihr jetzt von der Menge her auch so viel nehmen, wie ihr benötigt. Ich habe mir jetzt zwei Stück gekauft, ihr könnt aber auch drei, vier nehmen oder auch nur eins, das was ihr halt braucht. Dann habe ich mir dieses Hähnchenbrustfilet eben mariniert. Und zwar habe ich es genau so mariniert, wie ich auch mein Hühnerfrikassee mariniert habe, weil ihr wisst es, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan vom Fleisch, das man im Thermomix nur gart. Schmeckt mir persönlich ja eigentlich überhaupt nicht. Wer mich schon länger anschaut, der weiß es. Bei mir muss alles angebraten werden am Herd. Ich brauche eben die Röstaromen. Aber Hähnchenfleisch finde ich einfach nur absolut perfekt im Varoma Einlegeboden mit der Silikonauflaufform, weil uns da eben das Eiweiß nicht nach unten tropft und wir haben hier wirklich ein mega zartes Hähnchenfleisch. Und zwar habe ich das mariniert im Silikonbeutel. Ich habe wieder einen Teelöffel von meiner Geflügel-Gewürzmischung in etwas Öl eingerührt und habe es dann einfach mit dem Löffel gerührt, ganz fest, und habe es dann direkt dazugegeben und ein bisschen durchgeknetet. Und so habe ich das jetzt eine halbe Stunde bis eine Stunde, ich weiß jetzt gar nicht so genau, einfach liegen lassen. Und so hat das jetzt eine richtig schöne Marinade und hat richtig gut durchziehen können. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Das waren jetzt so meine Vorarbeiten, die ich jetzt schon ohne Kamera gemacht habe. Als allererstes brauchen wir Wasser. Und zwar einen Liter geben wir jetzt in den Mixtopf rein. Dann setzen wir uns den Deckel auf. Und zwar das Messbecherchen nehmen wir ab, das braucht man nicht. Heute mal wieder der TM5. Dann habe ich mir in den Varoma schon mal Paprika in Streifen geschnitten. Könnt ihr jetzt auch wieder so viel Paprika nehmen, wie ihr wollt. Ein bis zwei oder drei Paprika. Ich habe jetzt zwei kleine Paprika, auch schön gewaschen und dann einfach in Streifen geschnitten. In die Mitte setze ich wie immer meinen Wundersteam ein, damit wirklich genügend Dampf hoch kann, dass wirklich hier unten die Schlitze frei sind, weil ich ja hier noch den Einlegeboden mit einsetze. Mit der Auflaufform, und deswegen ist es wirklich wichtig, dass ihr guckt, dass in der Mitte wirklich der Dampf gut rauf kann. Dann gebe ich mein Hühnerbrustfilet in die Auflaufform mit Saft, also wirklich mit Marinade. So. Viele haben mich auch schon jetzt immer wieder mal gefragt, wie man denn diese Silikonbeutel am besten reinigt. Die sind ja absolut plastikfrei und ich bin mittlerweile ein riesengroßer Fan von diesen Beuteln. Ist einfach eine Alternative zu den Plastiktüten oder zu den Zippertüten, weil man die einfach immer wieder verwenden kann. Entweder stellt ihr sie so umgedreht so in die Spülmaschine rein oder so wie es ich mache. Ich habe es auf Instagram, der Story, auch erst schon gezeigt. Ich fülle einfach nur ein bisschen Wasser rein, ein bisschen Spülmittel, mache es zu, schüttel es kräftig und lege es dann immer wieder mit dem klaren Wasser aus, bis es wirklich wieder sauber ist. Und dann stelle ich es eben so rum hin, stülpe es meistens auf eine Flasche oder wo drüber und lasse es austropfen. Und wenn ihr mal eine ärgere Verschmutzung habt, dann nehmt ihr einfach eine Spülbürste und könnt auch wunderbar drin euch die Beutel schön reinigen. Ja. Gut, jetzt machen wir aber weiter hier. Brauche ich noch einen Spatel. Jetzt verteile ich mir das Hähnchenbrustfilet, das ich in mundgerechte Stücke geschnitten habe, mit Marinade. Ganz wichtig, kippt euch ja den guten Saft nicht weg. So, gut. Dann geben wir den Deckel drauf. Dann wird er aufgesetzt.
deswegen haben wir ja uns das Messbecherchen auch entfernt. Und jetzt garen wir das Ganze wie beim Hühnerfrikassee 30 Minuten. Auf Varoma und die Stufe 1. Ja, und dann machen wir nur noch das Sößchen und dann ist es fertig. Und ich werde das jetzt wieder vorkochen für heute Abend. Dann brauche ich den Topf nur noch warm machen und dazu wird es bei uns heute, ich denke mal, Gnocchi werde ich dazu machen. Ihr könnt dazu machen, was ihr wollt, Nudeln, Reis, Kartoffeln, was ihr halt gerne zum Geschnetzelten esst. Aber jetzt warten wir noch die halbe Stunde und dann machen wir das Sößchen und dann ist fertig. Abkühlzeit sind wir schon und es duftet herrlich. Bimmel, bimmel, bimmel. Bimmel, bimmel, bimmel. Jetzt mache ich das da oben aus. Jetzt. So. Dann nehmen wir uns den Varoma ab. Schüttel noch ein bisschen, schüttelt noch ein bisschen an der Flüssigkeit. So. Dann machen wir mal auf. So, und jetzt gebe ich das Hähnchenfleisch gleich mal in eine Pfanne direkt mit der Flüssigkeit. Schüttet die euch ja nicht weg. Das ist wirklich so mega lecker. So. Herrlich. Und die Paprika geben wir auch gleich dazu. Alles mal auf die Seite. Ich habe ein bisschen mehr Platz haben wir hier. Gut. So. Jetzt nehmen wir den Deckel runter. Und geben die Garflüssigkeit mal raus. Denn wir brauchen dann 400 Gramm Garflüssigkeit, die wieder in den Mixtopf kommt. Das ist ein bisschen gelb, weil ich gerade ein bisschen gekippt habe. Und dann ist mir doch ein bisschen Bratensaft mit reingelaufen. War jetzt mein Fehler. So, jetzt drücken wir die Waage. Muss ich gleich immer umdenken, heute mit dem Fünfer. Und wir brauchen 400 Gramm Garflüssigkeit. Auch okay. Ja, und dann kommen alle restlichen Zutaten für die Soße noch dazu. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox zum Rezept dazu. Und zwar brauchen wir jetzt geriebenen Käse. Dann brauchen wir ein bisschen Tomatenmark. Bisschen Frischkäse. Könnt ihr jetzt Kräuter oder Natur nehmen. Ich habe jetzt heute Natur, aber mit Kräuter funktioniert es genauso. Habe ich nämlich auch schon gemacht. Einfach der, was da ist. Dann brauchen wir ein bisschen Röschzwiebel. Ein bisschen Gemüsebrühpulver. Oder euer selber gemachte Paste, das, was ihr da habt. Und natürlich zum Andicken gebe ich noch ein bisschen Speisestärke dazu. Gucken, dass nicht direkt alles auf dem Messer ist. Dann geben wir den Deckel drauf. Und das Messbecherchen jetzt. Und dann verrühren wir das ganz kurz, 3 Sekunden, auf der Stufe 5, dass es ein bisschen miteinander einfach vermischt. Kochen wir die Soße noch 5 Minuten auf und dann geben wir sie damit dazu und dann ist sie schon fertig. Und zwar machen wir das jetzt 5 Minuten. 5 Minuten auf 100 Grad. Und die Stufe 2. Fünf Minuten vorbei. Und jetzt wird die Soße noch ansteigend von Stufe 1 bis zu Stufe 10 püriert, in Anführungszeichen, damit sich einfach die Speisestärke, die jetzt drin ist, weil wir jetzt nur auf Stufe 2 gerührt haben, dass sie ja keine Klümpchen sind. So, jetzt stellen wir hier hinten einfach mal auf 1 und drehen immer weiter, bis wir bei 10 angekommen sind.
fertig. Jetzt zeige ich euch mal hier nochmal in der Pfanne, wie viel Flüssigkeit wir jetzt schon haben, die wir normalerweise jetzt nicht hätten, wenn wir jetzt das Fleisch ganz normal oben im Einlegeboden ohne diese Auflaufform gemacht hätten. Und das ist eben genau das, wo eben den Geschmack ausmacht von dem Gewürz. Das ist jetzt eben alles noch in diesem Bratensaft, ich sage jetzt mal Bratensaft, wir haben zwar nicht gebraten, in dem Bratensaft in Anführungszeichen noch mit drin. Und da geht man jetzt, also fangt unbedingt euren Bratensaft auf. Und da gießen wir jetzt noch die Soße dazu. Und dann wird nur noch abgeschmeckt nach Geschmack. Und dann können wir auch schon essen, beziehungsweise wir erst heute Abend. Und jetzt schaut euch mal das Süßchen an. Mega, 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 mega. Das ist wirklich ausreichend Soße und meine Männer sind wirklich Soßen-Junkies, sage ich mal. Die brauchen immer zu allem ganz, ganz viel Soße. Den Rest kratze ich mir jetzt einfach noch aus mit dem Spatel, dass wir wirklich nichts von der guten Soße herschenken. Ihr seht schon, nichts angebrannt oder so. Jetzt wird das Ganze noch verrührt und dann wird auch schon probiert. Ich denke, dass ich noch ein bisschen Salz, Pfeffer, vielleicht ein bisschen Chili-Salz dazu gebe. Aber das müsst ihr einfach selber probieren. Ich sag's fast in jedem Filmchen. Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden. Wäre ja schlimm, wenn uns alle gleichen Geschmack hätten. Oh, mega. Mega. Ich bräuchte eigentlich schon wieder fast gar nichts. Ich gebe jetzt noch ein bisschen, kleines bisschen Chili-Salz dazu. Aber mehr. Mehr gebe ich jetzt nicht mehr dazu. Nein, ich lasse es genauso. Oh, herrlich, herrlich. Ja, vielleicht war das ja jetzt wieder was für euch und ihr sagt, jetzt nehme ich meinen Thermomix doch öfter her und mach mal ein Fleisch oder probier mal Fleisch im Varoma. Probiert es unbedingt aus. Also ich bin, habe es am Anfang, glaube ich, gesagt, normal kein Fan von Fleisch im Thermomix, aber Hähnchenbrustfilet in der Auflaufform oben. Einfach nur perfekt. Es ist zart, ich probiere jetzt keins, aber ich weiß es, es ist mega zart, so wie mein Hühnerfrikassee, das ich ja auch schon verfüllt habe. Es ist einfach nur mega. Ihr müsst es einfach nur richtig marinieren und ein leckeres Süßchen dazu und dann ist wirklich euer Essen perfekt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein bisschen animieren, mehr im Thermomix zu kochen. Wie ich das Ganze gemacht habe mit den genauen Mengenangaben, schreibe ich euch selbstverständlich wie immer alles drunter in die Infobox. Da könnt ihr dann gleich loslegen, euch das Rezept entweder ausdrucken, weil ich schreibe es euch ja immer drunter, ausdrucken und dann gleich loslegen und ihr könnt es nachmachen. Und alle weiteren Produkte, die ich jetzt heute hier so verwendet habe, die Auflaufform, die Spatel und so weiter, findet ihr in meinem Shop, den ich euch auch unten in der Infobox verlinkt habe. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ihr seid der Hammer. So macht es einfach Spaß. Und danke für eure lieben Kommentare, die ihr mir unter die Filmchen auch gibt. Das tut mir echt gut und freut mich auch. Über jeden Daumen freue ich mich, der nach oben geht. Ja, vielen, vielen Dank. Macht es gut. Bis ganz, ganz bald. Eure Ruckzuck Manu.